Eine Matheaufgabe. Ein Klick und schon gibt's die Lösung. Solange man nicht erwischt wird, ist doch schon mal erlaubt, oder? Von Apps für Mathemuffel zur Flirthilfe für poesielose Verliebte. Ich denke an dich und träume von dir. Wie schön wäre es, du wärst bei mir. Und mit dieser App kann man das Outfit anderer klauen. Man sieht ja oft so auf der Straße irgendwas, was einem gefällt. Und dann geht man ja nicht auch immer hin und fragt, ja, woher ist das? Und deswegen finde ich das ganz gute Idee. Wir beginnen mit der App für den Mathe-Depp. Jeder kennt's. Es ist die verzweifelte Suche nach dem richtigen Ergebnis. Jetzt gibt's die Lösung für alle Mathe-Probleme: Photomath. Wie das gehen soll? Ganz einfach. Mit der App die Matheaufgabe scannen. Das Ergebnis inklusive Zwischenschritte gibt's sofort. Schummeln mit dem Smartphone ohne lästiges Rechnen. Ist das Mathe 2.0? Ich find's richtig geil. Also kann man gut brauchen. Aber muss man halt irgendwie verstecken machen können. X ist gleich 2. Ich glaube nicht, dass man das bei uns in der Schule benutzen darf. Und Y ist gleich 6. Die hätte ich früher wirklich gern gehabt in meiner Schulzeit. Da wäre das einfach cool gewesen mit den ganzen Arbeiten, die man da auch hatte. Die Schummel-App ist derzeit auf Platz 1 der meistgeladenen Gratis-iPhone-Apps. Wir haben eine Schülerin gefunden, die Photomath sogar schon heimlich in der Schule benutzt hat und nicht erkannt werden möchte. Aber war der Lösungsweg auch nützlich? Ja, also ich habe ihn dann auch so abgeschrieben, aber ganz verstanden habe ich es nicht. Zweites Manko. Die Schummel-App ist zwar schnell, funktioniert aber nicht bei handschriftlichen Rechnungen. Android-Handys müssen bis 2015 auf die Mathe-Nachhilfe warten. Fazit, eine hilfreiche App, aber nur zur Kontrolle. 2 von 3 App-Punkten. Weiter geht's mit der App für den Poesie-Depp. Romantiker, aufgepasst. Für alle, die ihre Gefühle nicht in richtige Worte fassen können, gibt es die kostenlose Liebessprüche-App. Manche Träume sind länger als andere, manche Träume sind schöner als andere. Doch mein Traum, mein schönster Traum, liest gerade diese Nachricht. Du fehlst mir so mein kleiner Stern, ich liebe dich und hab dich gern. Ich selber habe auch schon mal so einen Text bekommen, aber ich wüsste jetzt nicht mehr genau, von wem und was drin stand. Ob Anmache, Flirt oder Liebesgedichte, aus über 100 Vorlagen kann man den passenden Spruch per Zufallsfunktion auswählen. Dieser junge Herr wird gleich sein blaues Wunder erleben, denn er schickt seiner Freundin normalerweise nicht solche Nachrichten. Ganz lieb und leise schicke ich diesen Kuss auf Reise. Er ist nur für dich allein und bleibt geheim. Behalte ihn bei dir, ich drücke dich dafür. Na bitte, funktioniert doch. Prompt kommt die Antwort der Freundin. Ja, der Spruch ist schon süß, aber ich bin nicht so der Romantiker. Hauptsache, der gute Wille zählt. Wir vergeben 2 von 3 App-Punkten. Und zu guter Letzt testen wir die App für den Mode-Depp. Zu faul zum Shoppen? Inspo weiß, was andere tragen. Ob Hose, Mantel oder Schuhe. Diese kostenlose App verrät, wo es die Teile zu kaufen gibt, ohne selber lange danach suchen zu müssen. Zum Beispiel, wenn man jetzt an irgendjemanden was sieht, was mir halt so gefällt, dann kann ich es einfach abfotografieren und dann kann ich fast das Ähnliche finden. Klick, klick, Traumkleid. Einfach Foto machen, Kategorie wählen und schon gibt's das Ergebnis. Klingt einfach. Ob die App auch funktioniert? Also ich finde die Treffer jetzt nicht so ähnlich wie meine Jacke. Also ich finde es nicht ganz sinnvoll, muss ich sagen, weil die sind eigentlich komplett anders wie die Jacke jetzt. Bei unserem Test war die Trefferquote gleich 0. Die Ergebnisse waren farblich ansatzweise ähnlich und meistens viel zu teuer. 1 von 3 App-Punkten. Die einen sehen einen praktischen Nutzen in ihr, die anderen sind süchtig danach und die nächsten nutzen sie, um ihren Kontrollzwang auszuleben. Ja, wir wissen, warum 100 Millionen Menschen WhatsApp nutzen.